Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schlechte Nachrichten. Es kam jetzt der Patch 1.1.2 raus und leider werden da einige Glitches gefixt. Nur zu Verständnis, wenn ihr die Glitches behalten wollt, es ist ein Singleplayer-Spiel, updatet nicht euer Spiel. Gepatcht wurden die Glitches mit YB, also wo das Menü ausgenutzt wird mit neu sortieren, wurde gefixt. Ich habe jetzt noch kein Update gemacht, bei mir funktioniert das Ganze noch. Aber wenn ihr auf 1.1.2 updatet, funktioniert das nicht mehr. Auch ist es nicht mehr möglich, das Infinite Master Sword zu holen, also MSG Not Found. Denn sie haben ebenfalls den Fehler gefixt, dass man Waffen übertragen kann bzw. duplizieren kann, indem man sie auf den Boden wirft und dann das Spiel neu lädt zum Beispiel. Aber da soll es einen neuen Trick geben, den werde ich mir dann anschauen und euch auf dem Laufenden halten. Aber aktuell, wenn ihr auf 1.1.2 geupdatet habt, bekommt ihr keine Dupe-Glitches mehr hin. Es werden mit Sicherheit neue Möglichkeiten gefunden, also keine Sorge, da wird auf jeden Fall was kommen. Ich werde euch mit auf dem Laufenden halten. Aktuell, ich habe noch einen kleinen Glitch für euch parat, falls ihr noch in der 1.1.0 bzw. 1.1.1 Version seid. Und zwar könnt ihr die Sonau-Bauteile auch einfach duplizieren. Und zwar geht an die Wand, am besten weit genug weg davon und lasst einfach alles auf dem Boden. Ihr seht, wir müssten 86 gehabt haben, drückt YB und dann steht hier, dass wir es nicht aus der Tasche nehmen können. Und schon haben wir die Sachen, die nicht mehr auf den Boden gehen, nämlich einfach in der Tasche. So easy ist es. Und ihr seht, es vermehrt sich und vermehrt sich. Wir können jetzt theoretisch noch ein bisschen näher gehen, damit hier nicht alles runterfällt, aber die werden eh dann verschwinden. Also so einfach ist es, dass ihr das auffrischen könnt. Ja, jetzt haben wir schon 10 bekommen sogar, weil hier gar kein Platz mehr ist. Also ganz einfach YB und schon funktioniert es. Das geht ganz einfach auch, wenn ihr irgendwo steht und was bauen wollt, dann wählt ihr einfach die Sachen aus. Zack, 3 Stück. Ich habe 148 gehabt. Einfach YB und ihr habt immer noch 148 und die Sachen liegen dort. Komplett easy, funktioniert aber wie gesagt in 1.1.2 auch nicht mehr. Alles mit YB wurde gefixt. Am besten sorgt dafür, dass ihr kein Auto-Update macht. Geht dafür einfach in die Systemeinstellungen, Konsole und unten auf automatische Software-Updates aus. Macht auch nicht das Manuelle, wenn es euch fragt, wenn ihr ins Spiel reingeht. Falls ihr geupdatet habt, bleibt euch leider erstmal nur die Möglichkeit abzuwarten. Aber keine Sorge, es werden mit Sicherheit neue Wege gefunden. Aktuell wurden aber die meisten Glitches leider entfernt. Das war es auch erstmal mit dem kleinen Infovideo, damit ihr nicht updatet im besten Fall. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ich kann euch einen neuen Glitch zeigen. Bis dahin, haut rein und ciao.